Geil. Instant Musikvideospot hier. So, der Tag ist da. Wir sind in Hamburg und versuchen es zum zweiten Mal mit Carinas Cover-Abrücken-Tattoo. Letztes Mal ist der Termin ja leider abgesagt worden. Und Carina ist langsam nervös. Oh. Liegt das jetzt daran, dass ich so Schmerzen hatte? Oder? Es liegt einfach daran, dass ich mich an die Schmerzen von vor 11 Jahren erinnere und Angst habe, dass das jetzt wieder genauso übel wird, beziehungsweise ob das noch schlimmer wird, weil das mein Tattoo ist sehr vernarbt und über Narben tätowieren ist bekanntlich keine angenehme Sache. Bekanntlich, ja. Weiß jeder. Keine Ahnung, wo die Mucke herkommt. Aha. Cool. Interessantes Konzept. Wir sind tatsächlich immer zur vollen Stunde zwischen 10 und 18 Uhr. Aha. Guck mal, jetzt geht auch oben ab. Guck mal. Wie witzig ist das denn? Ich feier's. Die Begleitpersonen sind beim Tätowieren nach wie vor nicht erlaubt. Das heißt, ich mache mir jetzt allein einen schönen Tag in Hamburg und kann Carina nicht die Hand halten. Ich glaube, sie wünscht sich das, aber nicht erlaubt. Ich habe mich gefühlt ja auch sehr zurückgehalten ihr gegenüber extra aus Respekt, weil ich wusste, dass sie den Termin hier hat. Aber mein Rückentattoo war wirklich die fucking Oberhölle. Es war Folter. Jetzt kann ich hier endlich alles rauslassen. Naja, das Wetter in Hamburg ist extrem geil. Deswegen gehe ich jetzt erstmal tatsächlich zurück ins Hotel. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche durch meinen eigenen Tattoo-Termin und durch die Reise nach Hamburg jetzt so viel Zeit verloren, dass ich echt kaum zum Arbeiten kam, was erstmal okay ist, aber ich muss sagen, mittlerweile vermisse ich es fast und ich habe so ein bisschen Drang wieder was zu machen, deswegen let's go. Alright, Carina hat mir jetzt Bescheid gegeben, dass sie durch ist. Durch mit durchhalten. Also sie mussten. Warum mache ich eine Maske auf? Sie mussten leider abbrechen. Auch bei ihr war der Schmerz einfach zu krass. Und das heißt, ich gehe jetzt los und gabe sie auf. Die ist bestimmt platt. Ich will nicht lügen, die Energie ist weg und die Laune könnte durchaus besser sein. Ich glaube, was jetzt fehlt, ist vor allem erstmal irgendwann was zu essen. So oft die Lösung. Essen und Ruhe. Ja. Essen und Ruhe? Ja. Und Schlaf. Das Schöne ist, wir können jetzt in den nächsten Tagen einfach immer gegenseitig den Rücken eincremen. Das ist was man auf jeden Fall bedenken sollte, wenn man sich den Rücken tätowiert, dass man sich nicht so gut selber den Rücken eincremen kann. Wahrscheinlich wird irgendwie die Frage auftauchen, berechtigt, was denn jetzt mit Carinas Tattoo ist, weil man weder die Vorher- noch die Nachher-Version hier in diesem Blog sieht. Ich weiß nicht, ob man das jemals tun wird. Was ich nur weiß, ist, dass man, Carina, aktuell es nicht möchte, was auch daran liegt, dass das Ding nicht fertig ist und dementsprechend auch nicht so viel Sinn macht. Es ist sehr, sehr viel, es ist sehr krass. Ich bin mir sicher, das würde nicht jeder so lange durchhalten. Aber es wird hier noch nicht revealed. Wird es irgendwann revealed? Weiß ich nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich wird man es irgendwann mal, wenn du einfach, wie du so oft machst, nackt durch den Vlog tanzt im Sommer,
sehen. Vielleicht würde man das schon mal sehen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals mein altes Tattoo zeigen werde, weil ich mich schon hart dafür schäme. Wirklich. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Es ist so fucking hässlich gewesen. Okay, weiter. Da hinten fährt er. Das sogar? Ja. Das wäre das bitte für ein cooler Shot gewesen, wenn ich den Kollegen auf dem Fahrrad auf der Brücke erwischt hätte. Weil, als er an der näheren Brücke vorbeigefahren ist, habe ich ihn gesehen und war nicht schnell genug mit der Kamera. Damn. Der einzige Hashtag des Tages, worthy of today, ist Aua. Ja. Vielen Dank, gutes Morgen. Vielen Dank, gutes Morgen. So bleibt man fit.